Hallo, willkommen zum nächsten Video. Ihr seht schon hier der nächste Arbeitsabschnitt. Es geht hier um den Kipperbohnen. Und zwei Themen beschäftigt eigentlich jeder Multicar-Fahrer, wenn er an Kipperbohnen denkt. Und zwar Punkt 1, das Verziehen vom Kipperbohnen und Punkt 2, der Rost. Gehen wir mal ganz kurz ein auf die beiden Sachen zum Verziehen, ja. Kipperböhnen hat man schon interessante, aufregende Sachen gesehen. Manche waren so verzogen und so schief wie ein Liegestuhl. Und das liegt oftmals einfach daran, weil diese Arretierungshaken ganz brav vier so eine Dinger rein gemacht werden. Und dann vergisst man irgendwo einen rauszuziehen. Ja, einen rauszuziehen oder man noch schlimmer diagonal. Lässt man die Teile drinne, dann betätigt man die Hydraulik und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das Ding nachher aussieht, ja, wie ein Liegestuhl. Ja, deswegen mein Tipp ist eigentlich, zwei so eine Steckbolzen, und dann ist die ganze Sache schon mal minimiert, dass man hier irgendwie diagonal irgendwas vergisst, irgendwo ein Ding rauszuziehen oder drin zu machen oder was auch immer. Ja. Das ist eigentlich eine gute Sache. Der ist auch ganz leicht verzogen, aber ist noch alles im Rahmen. Also habe ich jetzt nicht angefangen, die ganze Sache zu richten. Wenn ihr euren Kipperbohnen mal richten wollt, habt ihr eigentlich nur eine Chance, indem ihr zum Beispiel da, wo der Teil, wo die Verformung ist, ja, dass ihr im Prinzip hier so ein Bederholme natürlich irgendwie einschneidet mit der Flex, die ganze Sache, also die Spannung sozusagen dadurch rausnimmt, das Teil richtet und dann wieder verschweißt. Anders habt ihr bei den Eisenprofilen eigentlich keine Chance, da irgendwas im Griff zu bekommen. Ja, gut. Der nächste Punkt, Rost. Ja, ihr seht schon hier, das ist das Endstück, ja, und ja, so sehen die aus und man sieht wirklich die Teile gammeln von innen, ja, und das geht natürlich nicht, ja, also neues Profil hier eingeschweißt und höchstwahrscheinlich werdet auch einfach mal sinnvoll, wenn ich das ganze Ding fertig lackiert habe, dass ich hier mal zwei Löcher hier mal in diese Profilerin mache und das ganze Ding mal mit Hohlraumkonservierung irgendwie zuschütte. Ja, ich bilde mir einfach ein, dass das hilft. Ja, genau, so sieht es denn aus, die ganze Sache, und ist dann wieder ordentlich und stabil. Ja, ihr seht schon, farbtechnisch habe ich mich entschieden, für Branto Korox 3-in-1, ja, ist so ein bisschen Geheimtipp unter der Rostbekämpfung, sagen wir mal, und hat eigentlich gute Bewertungen, dieser Lack, und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass er halt elastisch bleibt, ja, also ich würde jetzt damit natürlich nicht irgendwie eine Karosserie oder irgendwas lackieren, dafür ist der Lack einfach von der Struktur zu uneben, zu dick und auch nicht hart genug. Aber für so einen, für den Kipperbohnen zur Behandlung jetzt von unten müsste das eigentlich eine gute Wahl sein. Ja, ihr seht, ich habe jetzt hier trotzdem, normalerweise kann man das Zeug direkt auf Eisen rufspritzen, anwenden. Ich habe aber trotzdem einen Rostschutz nochmal aufgetragen, weil ich bilde mir einfach ein, dass das nicht zum Schaden ist, ein bisschen besser ist. Ja, gab mich halt auch für diesen Lack entschieden, der so ein bisschen elastisch bleibt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal beobachtet. Ihr lackiert das Ding vernünftig, das sieht gut aus. Und im Laufe der Zeit, dann schmeißt man da Schutt drauf und Bauschutt und Steine. Und ihr habt dann überall so eine kleinen Beulen, Einschläge in dem Lack. Ja, wo die Lackstruktur natürlich platzt und dann Wasser eindringen kann. Und da seht ihr dann natürlich, wie das denn da unter anfängt zu rosten. Ja? Und ich denke einfach, wenn ich einen Lack habe, der ein bisschen elastischer ist, dass der ein bisschen mitfedert, ja, sozusagen. Aber das wird man dann natürlich im Langzeittest dann halt sehen. Ja? Ihr seht schon,
die Seite habe ich schon eine Schicht drauf. Jetzt kommt die Seite gleich zur Anwendung, wenn ihr den spritzen wollt. Der ist wirklich relativ dick, der Lack. Ja. Und den könnt ihr entweder, ihr kauft von der Firma Branto Original diesen Verdünner zum Spritzen. Ihr könnt aber auch, so wie es hinten drauf steht, auch eine normale Nitroverdünnung nehmen. Aber keine Kunstharzverdünnung, sondern eine Nitroverdünnung. Und dann kommt das gut aus der Spritzpistole eigentlich raus. Ja. Gut, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen nach oben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß auch mit eurem Multicast. Macht's gut. Tschüss.